So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Banjo Kazooie. Wir sind wieder da und wir gehen hinein in Treasure Trove Cove. Treasure Trove, mein Arschkurf. Besser so. Nicht. Schöne Tropenmusik. Wusstest du, dass der Soundtrack von Banjo Kazooie in 2005 auf Vinyl rausgebracht worden ist? Nein, aber ich brauche ihn. Ja. Bis eben wusste ich nichts von seiner Existenz, aber ich brauche ihn. Ja, und so, zwar wurde den, das... Den Jinjo zu holen, das ist übrigens sehr riskant. Aua, denn hier ist ein Hai. Ja. Von einem Unternehmen namens I Am 8-Bit. Geil. Eine Vinyl-Doppel-LP mit dem offiziellen Banjo-Kazooie-Soundtrack. Oh, ich brauche das. Bis eben wusste ich nichts von der Existenz, aber jetzt weiß ich, dass ich es brauche. Ja. So, das hier ist der gute alte Nipper. Jetzt siehst du gleich Videogame Logic at its best. Sieht ein bisschen aus wie ich morgens, wenn ich aufstehe. Ja. Und nach meiner Brille suche. Ja, und dann pickt dir noch so ein komischer Geier in die Augen. Dreimal treffen? Dreimal treffen. So, und er zieht sich zurück. Man kann jetzt hier reingehen, dann ist er aber gar nicht da. Ey, der hat sich wegteleportiert. Richtiger Babo ist das. Und vor allem, ich will nicht wissen, was das für ein Wasser ist, wo wir gerade baden. Das ist das Pipi aus seinen Augen. Double Kill. So, das erste Puzzleteil. Der Treasure Trove Cove. Yes. Oh, na? So, und eigentlich ist das gar nicht der ideale Weg, aber was soll's. Wie gesagt, in dieser Stage kenne ich den Idealweg nicht. Keine Ahnung. Die ist auch wirklich im Vergleich zur letzten, zur Mambo's Mountain, ist diese Welt sehr offen und weitläufig. Aber das kriegen wir schon hin, glaube ich. So. Oh, da oben das heulende Walross. Das geht ihm so hart auf die Nerven. Wir tauchen erstmal in sein Schiff rein, wie man das halt so macht. Unter Seeleuten ist das ganz normal. Kennst du auch, ne? Ja. So, wir haben einen Goldschatz gefunden. Oh, oh. Nein! Nein! Raus da! Bitzes! Ach, Quatsch. Luft hat man hier genug. So, das war die eine Hälfte. Er heult übrigens, weil er seinen Goldschatz verloren hat. Aber es ist in seinem Schiff drin, also... Bringst du ihm jetzt die eine Hälfte? Er sagt, oh toll, das ist die erste Hälfte. Die andere Hälfte muss man sein Schiff ein bisschen kaputt machen. Und räubst dir das vor, natürlich. Ja, Beste. Achso, du musst übrigens auch mal aufpassen, wie die alle so klingen, ne? Das ist vielleicht noch wichtig später im Spiel. Und man muss dann abrufen aus seinem Hirn, wer welche Stimme hat. Ach ja, genau. Glaubst du nicht, das war es, oder? Doch. Das sagst du mir jetzt. Das Tolle ist, dass ich das weiß. Und dass ich auch ein paar kenne, aber gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Fun Fact, nicht sehr weit wahrscheinlich. Und nein! Raus da! So, jetzt kriegt er seinen Schatz Teil 2. Ist für nicht wirklich viel gut, außer für ein Puzzleteil, aber hey. Wir hätten auch das Gold nehmen können und uns einen Panzer kaufen können, womit wir Tutti befreien, aber wer bin ich schon? Ja, ja. Hey, wir sind halt einfach geile Dudes, die halt einfach auch hilfreich sind. Ist so. Wenn du hier hochkrabbelst, gibt's einen Schädel. Musst du auch erstmal drauf kommen. Damit wir unseren Schamanenfreund, der dann seinen zweiten Zauber casten kann. Na, er ist nicht in jeder Welt. Er ist nicht in jeder Welt? Nee. Und Spoiler, in dieser ist er nicht. So. Hm. Wir haben ja... Also gibt's keinen Schamanen im Hammerhead Beach. Nein. So sollte, sollte der Level nämlich ursprünglich mal ja, heißen. Ja, tatsächlich. Wir sind ja ein Bär und ein Vogel, ne? Ja. Hier oben ist übrigens ein Jinjo.
Was könnte man sich vorstellen, was der Vogel irgendwann mal lernt? Dir auf den Kopf zu kacken. Das kann er schon. Das kann er schon. Ja, dann braucht er nichts mehr lernen. Doch, fliegen. Wie wär's mit Fliegen? Na. Und ah. kleiner Fun Fact, in Yooka-Laylee, was ja so ein bisschen der geistige Nachfolger ist, lernt man erst fast am Ende des Spiels fliegen. Und das eröffnet einem halt neue Möglichkeiten. In Banjo-Kazooie lernst du in der zweiten Stage schon fliegen. Nämlich jetzt. Wir lernen jetzt fliegen. Was natürlich eigentlich ein bisschen ist schon ein Gamebreaker eigentlich, ne? Ja. Aber um das Coole wegzunehmen, dass es eine coole Mechanik ist, du kannst nur fliegen, wenn du auf so einer Plattform stehst. Auf diesen Flypads. Dann ja, hier können wir jetzt anfangen zu fliegen. Und hier liegt eine einzige Note und die ist so gemein, die vergisst man ganz oft. Naja. So, hier geht's dann einmal hoch. Hier gibt's nicht so viel, glaube ich. Doch, bisschen was gibt's hier. Scheiße, ich bin zu früh. Ciao. Ich kann hier noch nicht alles machen. Das meinte ich mit Idealweg. Ich kenne ihn einfach nicht. Ich finde es aber schon interessant, dass es im Deutschen auch Treasure Trove Cove heißt. Und in jeder anderen Sprache ist es übersetzt worden. Das ist aber bei allen Stages so. Im Deutschen haben die englischen Namen. Bei Mambo's Mountain auch. Ja. In anderen Sprachen haben die da eigene Übersetzungen. Im Französisch zum Beispiel heißt es Baie du Trésor. Habe ich wahrscheinlich jetzt total gebatschert, aber... Batscher. Ich darf das tatsächlich nicht Französisch in der Schule. Aua. So, komm, jetzt noch mal neu und mit Verstand. So, hier ist eine Sandburg. Ja, da sind auch nochmal Noten unten drunter. Ja, da will ich aber jetzt nicht drin rumtauchen, weil da kommen wir eh noch hin. Aber erst will ich... Nimm doch alles vorne weg. Eigentlich, Entschuldigung. Ah, nein, das ist... Das Reaktion einfach. Da will ich hin. So, das wollte ich haben. Der Supersprung. Kann Kazooie das machen? Ich bin so müde. Unfassbar. Dieses Character Development. Das waren alle Moves, die ihr hier lernen konntet. Juhu! Wie du ja in der Hubworld schon gesehen hast, diese Platten bringen uns weiter. Das sieht ungefähr so aus. Und das ist gar nicht so leicht zu kontrollieren. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber wir überspringen trotzdem eine Plattform. Nein. Einfach weil ich es kann. Ein Puzzleteil. So, und ich hoffe, ich kann gleich ein bisschen mit dem Tempo anziehen, weil ich jetzt so langsam ein Stück des Überblicks wieder erlange. Oh, nice. Wieder erlange. Jinjo. Wo gehen wir lang? Gehen wir erstmal außen rum. Obwohl, warte mal. Wo wir gerade hier sind. Hier einmal nach draußen und bloß auf den Hai aufpassen. Hier ist nämlich eine von zwei. Komm, schleich dich. Dieser Hai. Der kommt später übrigens nochmal. Wo man ihn nicht erwarten würde. Das ist hier bei Charakteren ganz oft so. Diese Kiste ist einfach so schön, das ist der Hammer. Ja, finde ich auch. Ah, da hast du vergessen, ist eine egal, Feder einzusammeln. Das sind rote Federn. Die man übrigens zum Fliegen braucht. Hätte ich vielleicht noch sagen müssen. Ja, dann brauchst du es ja nicht. So, gerade gucken, war hier was? Nee. Nicht im klassischen Sinne. Hier auch böse Falle.
So, gehen wir auf Schatzsuche, oder? Bock auf eine Schnitzeljagd? Oh, Schnitzel klingt immer gut. So, wir müssen in die Richtung. Ich werde aber nicht, wie er uns das vorschlägt, fliegen, sondern... Ja, du fliegst aber trotzdem jetzt gerade. Ins Wasser, du bist Schnügerer. So, wir gehen das zu Fuß, weil hier noch Noten sind. Aber erstmal will ich mich hier lang sneaken. Das musst du auch erstmal sehen, ey. Also ich finde die Stage, dafür, dass es die zweite ist, hat die echt schon, die zieht echt an. Weil im Vergleich dazu finde ich die dritte Stage wieder relativ leicht. Ja gut, ist die Frage, ob die jetzt wirklich dann in der Reihenfolge entwickelt sind oder ob die das im späteren Spiel dann anders zusammengesetzt haben, als es ursprünglich geplant war. Das mag sein. Oder sie haben einfach gedacht, fuck it, wir machen das jetzt so. Ja. Oh, nein, ne, oh. Okay. Ich wusste nicht. Ah, nein! Okay, hier kommt der Hai scheinbar nicht hin. Ich beklag mich nicht drüber, ich stelle nur fest. Naja, das ist gut, dass du das getan hast. So, und jetzt können wir zu Fuß hier hoch. Und das lässt sich so räudig steuern. Hier geht die Steuerung ein bisschen kaputt, weil die Stufen sind ganz klein bisschen zu hoch für dieses Auto-Completion, aber manchmal nimmt das dann doch, das ist ein bisschen sehr weird. Ja, ist ein bisschen Try and Error dann. Aua. Es gibt übrigens auch noch 4 weitere Stages, in denen Mumbo nicht auftaucht. Das 4. ist einmal die Treasure Trove Cove, ja. Dann Clankers Cavern. Ja, Gobi's Valley. Gobi's und Rusty Valley Bucket. Und Rusty Bucket Bay, ja, ist richtig. Genau. Denn in Bubble Gloop Swamp kommt davor, in Freezeezy Peak kommt davor und im Clicklockwood kommt davor. Falls du das da auch stehen hast. Nein, das habe ich da nicht stehen. Das habe ich aber auch natürlich alles aus meinem Brain raus, habe ich das natürlich gecheckt, weil ich das Spiel natürlich in- und auswendig kenne. Ja. So, wahrscheinlich habe ich voll was vergessen. So. Was ich eigentlich wirklich nicht verstehe, weil ich ja eigentlich die Rare-Spiele von damals halt auch tierisch feier. Ja, und auch so wie du es jetzt siehst, könnte halt echt was sein, was du einfach vergessen hast, ne? Ja. Ich mein, nicht vergessen, verpasst einfach. Warum auch immer. Ja. Und ist ja nicht so, dass ich nie die Chance gehabt hätte, das nachzuholen. Aber, das hat sich nie irgendwie ergeben. Aber mit Sicherheit ist es ein großartiges Spiel. Nur, es ist halt damals an mir vorbeigegangen. Gut, ich habe aber auch Donkey Kong 64 auch erst sehr spät, nachdem ich schon kein N64 mehr... nachdem der N64 nicht mehr aktuell war, habe ich es erst gespielt gehabt. Also das war schon wirklich dann... 2007, 2008 oder sowas. Ja gut, das war ja schon lange vorbei. Ja. So, und ja, ich habe natürlich den Schatz vergessen. Das macht aber nichts. Schatze Bobbes. Da so geht es aber nicht. Da komme ich hin. So. Da komme ich auch von hier hin. Denn da ist das nächste X, wie du sehen kannst. Ah ja. Okay, und du kannst dann mit den Federn kannst du dann wieder anhören. Genau. So, da vorne ist das nächste, da kommen wir eh gleich hin. So, hier war der, genau. So, und zwar, du weißt ja, dass das hier so ein bisschen räudig ist mit den Honigwaben, ne? Weißt du ja noch. Ja. Die eine war da ganz weit draußen, die würdest du so gar nicht sehen, weil die durchs LOD gar nicht angezeigt wird. Und die andere ist, halte ich fest, das ist so übel, wegen dem Hai einfach. Hier musst du hin. Na super. Und da ist der Hai. Und einfach die Musik von Jaws einfach. Oh, so knapp. Lecker. Ich wäre ihm fast entgangen. Aber wir haben jetzt beide Honigwaben aus dieser Stage. Das ist doch schon mal was. Ja.
So, viel ist es tatsächlich nicht mehr. Ich bin begeistert, wie gut ich hier doch durchkomme. Ja, das ist dann manchmal dann auch einfach Muscle Memory. Dass du dann weißt, wo... Ja, wo aber ich habe halt hier nie die ideale Route gelernt. Nee, das muss ich ja nicht. Aber solange du ja weißt, wo das Zeug ist, kannst du es ja im Endeffekt ja dann einsammeln. Dass es natürlich schneller geht, keine Frage, gibt's natürlich. Gut, darum geht's bei uns ja auch nie. Nee. So, der Schatz. Außer im Bett. Badumtsch. Beim Schlafen natürlich, weil... Ja, ja. Zeit für Gaming. Wobei sonst. Egal. So, kennst du das Stop-and-Swap-Feature, was geplant war? Das Stop-and-Swap-Feature, was sie dann rausgenommen haben, weil Nintendo seitdem teuert? Genau das. Da vorne wäre eins davon gewesen. Ein Ei. Kannst du da einsammeln? Also, kannst du nicht... Könntest du, wenn dieses Feature umgesetzt worden wäre, oder ist noch ein Schädel? Also Stop-and-Swap-Feature, so wie ich das zumindest verstanden habe, sollte das eigentlich dann so sein, dass du dann aus dem laufenden N64 das deine Banjo-Kazooie-Cartridge rausziehst, die Banjo-Tooie-Cartridge reinpackst und dann lädt er da Level-Areale, die nicht in Banjo-Kazooie drin sind, aber in Banjo-Tooie drin sind. In dein Banjo-Kazooie-Game. Genau, so in der Art. Also entweder und das oder es war so eine Cartridge, ähnlich wie es beim Mega Drive gab, wo du eine Cartridge auf die Cartridge steckst. Das weiß ich nicht genau. Eins von beidem. Nee, also so wie ich das jetzt gelesen hatte vorhin, sollte das definitiv mit Banjo-Tooie. Das sollte dann quasi so... haben sie sich da schon einfallen lassen, packen sie da schon mal mit rein und haben es aber keinem gesagt, dass das Feature da drin ist. Ja, und in der Xbox 360-Version geht's. Da haben sie es dann aktiviert. Ja gut, aber da haben sie dann auch wieder keinen... Das ist ja kein Cartridge-Problem. Nee, ist auch kein Cartridge-Problem, das ist ja ein Download-Titel. Naja, also wegen Platzproblemen ist es halt im Endeffekt dann egal. So, jetzt lass mich überlegen. Da konnten sie denn die Content dann schon reinpacken. Müssen wir noch hin? Achso, zur Sandburg. Ja, auf jeden Fall hat Nintendo dann halt gesagt, sag mal, seid ihr ganz komplett bescheuert. Wir schreiben dick und breit auf die Instruction Manuals, dass das auf keinen Fall gemacht werden dürft. Ja. Und ihr wollt das als Gameplay-Feature reinpacken. Ja. Die zweite Erklärung ist auch noch, dass die Nintendo 64s in den Chargen unterschiedlich waren. Wie sie das gehandelt haben mit dem Arbeitsspeicher und sowas. Deswegen hätte es gar nicht garantiert werden können. So, hier ist übrigens Eimer, Freund, und hier müssen wir das erste Mal scheißen. In the bucket. Der Eimer hat nämlich ein Loch, das haben wir jetzt Das Loch ist gestopft. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, ein Loch ist im Eimer, ein Eimer mit Loch. So, jetzt läuft die Sandburg leer. Oh, wenn du in der Sandburg drin bist, habe ich nochmal ein bisschen Trivia für dich. Oh ja, die Cheatcodes? Nein. Ah, nein, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Aber ja, das darfst du gerne erzählen. Ich höre es nämlich so gern. Du hörst das so gern. So, dann sag ich vorneweg, was ich tun will. Ich gehe hier rein, hier sind Buchstaben auf dem Fußboden und an der Wand steht Fat Banjo-Kazooie. Und er sagt, haha, du kommst hier nie dran, da an der Wand steht Banjo-Kazooie, das muss ich auf den Boden eingeben, dann geht das Tor auf und der Furby darf jetzt erzählen, was er erzählen wollte. Genau. Das ist nämlich das komplette Alphabet ist da einmal drauf, bis auf das Q. Das Q fehlt. Aha. Ach, das war deine Trivia. Das war meine Trivia. Nicht schlecht. Ich dachte, du kommst jetzt mit, dass du hier halt auch Cheats freischalten kannst und... Ja, man kann da auch Cheats freischalten, aber das Q fehlt. Okay. Wo ist noch ein A? Da. Wo ist das Z? Da. Ja, noch ein bisschen Zeit eigentlich. Naja. Ja. Such das Q einfach. Ja.
Und der, es gibt ein paar Cheatcodes, die dir das Spiel sogar gibt. Okay. Der Grund, warum das Q nicht da drin ist, ist ganz einfach. Der war zu der Zeit noch anderweitig beschäftigt. Wer? Der Q? Ja. Verstehe ich nicht. Hä? Don't get it. In James Bond. Still don't get it. Aber. Warte, Q war doch. Nee, ach, das, nee, shit, der Joke, jetzt habe ich komplett verballert. Nee, Q war aus Star Trek Next Generation. War der Bösewicht, der da immer alles so manipuliert hat und so. Ah. Das war Q. Egal. Wir tun einfach so, als wäre das nie passiert. Alles klar. Ich habe 8 Puzzleteile. Ich weiß auch, wo die 2 fehlenden noch sind. Aber 12 Noten macht mir Bauchschmerzen. Aber sonst sind wir dann durch. Läuft doch. Die Honigwaben habe ich, das beruhigt mich. Ach, da sind noch ein paar. Die Palmen, die vergesse ich auch zu gerne. Hier vorne habe ich. So, ich glaube, es ist nur noch alles oben. Das ist das Tolle an dem Fliegen-Feature. Oh, ich soll dir mal was Cooles zeigen. Ich zeig mal was mega Cooles. Also ich kann hier hochfliegen, hier war ich ja vorhin schon mal, wo ich gesagt habe, yeah. Das passt nicht. So, du kannst dann diesen Berg da hochklettern und da ist ein Leuchtturm. In diesen Leuchtturm kannst du reingehen, aber vorne, ich mach mal eine große Runde. So, da ist eine Tür, die ist zu, die musst du erst aufmachen mit einem Move, aber yeah. Wenn du hochfliegst, kannst du einfach cheesen. Nee, du kannst die ganz normal mit einem ganz einfachen Move aufmachen. Ich will dir nur zeigen, was passiert, wenn du den Weg jetzt dann regulär wieder runter gehst. Ist die Tür offen? Ja. Ja, it's that easy. It's that easy. Und du sammelst noch den Mambo-Schädel ein, der in der Tür liegt. So, hier ist der Schalter. Ja gut, wenn das Game natürlich davon ausgeht, du bist da drin, also muss die Tür ja offen sein. Ja, aber das ist ja trotzdem eine Bedingung, die du geben musst. Du musst ja den Befehl feuern, Tür ist auf. Deswegen, da muss dran gedacht worden sein. Das muss eine Codezeile sein, die so... die genau ja, diesen Fall einfach, abfängt. Oder das ist ein Fail-Safe-Mechanik. Wenn das so. Spiel drin ist und diese If-Abfrage failt, dass es einfach sagt, dann fuck it. Tür ist offen. Ja. Oder es ist eine Oder-Bedingung. Das waren die Jinjos. Und ich glaube, das war das letzte. Bin mir nicht sicher. Ja. Sah gut aus auf jeden Fall. Ja. Statistik-Tab sagt was? Statistik-Tab sagt, alles eingesammelt, 22 Minuten. We did it. Gut, dann sehe ich mal zu, dass ich hier rauskomme. Oh, oh. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh, scheiße. Das ist mega gut. So. Denn ich hätte gesagt, wir machen noch die nächste Stage auf. Aber das Lustige ist halt einfach, dieses Spiel würde halt auch... Du könntest dieses Spiel so einfach reskinnen in ein Donkey Kong Spiel. Und es würde trotzdem passen. Ja. Und andersrum. So. Achso, nee, die Kanone hat es ja darüber geschossen. Das heißt, wir müssen darüber. Oh. Hinfort. Verschwinde. Verschwinde, Bösewicht. Kamera? Ja. So, einmal zurück. So, und das nächste Tor öffnen wir. Nicht da unten. Da kommen wir später erst hin. Auch da oben kommen wir erst später hin. So ein Quatsch eigentlich. Wir müssen jetzt erstmal zurückgehen ein Stück.
Da musst du echt, ey, da brauchst du echt eine Karte für das Spiel, gefühlt. Ja, oder einfach Kindheitserinnerung. Ja. So, das ist das nächste Bild. Wenn du alle Teile auf einmal, bla bla bla, dann drücke den Z-Trigger. Danke. Endlich. Endlich dieses Feature bekommen. So, die nächste Stage, namentlich Clanker's Cavern. Clanker's Cavern. Fun Fact zu Clanker's Cavern. Aha, jetzt kommt's. Die habe ich als Kind einfach übersprungen. Weil ich das irgendwie, genau die was ich eben gesagt habe, dieses, ja, wir gehen jetzt hier ein Stück zurück und machen das. Das habe ich einfach nicht gemacht. Das habe ich einfach nicht gecheckt. Und du konntest, ja gut, aber ich meine, wenn du in den anderen Leveln ja genug einsammelst, du musst ja auch zum Beispiel in Mario 64, musst du ja auch nicht alle Leveln. Ja, richtig. So, ich zeig dir nämlich warum. So, hier ist der nächste magische Kessel. Bringt uns aber nichts, weil wir noch kein Paar haben. Und hier oben gibt es noch einen Mambo-Schädel, das weiß ich auch noch. So, nämlich, du kommst zu Clanker's Cavern. Und das habe ich einfach übersehen, weil mein regulärer Weg ging von, ich komme hier raus, ne? Hier kommt man ja lang. Hm. Und, ach, guck mal, da drüben ist die nächste Notentür. Und dann gehst du rüber und gehst da hoch und so weiter. Ja. Und das hier oben, das habe ich einfach übersehen. Das habe ich einfach übersehen. Einfach geskippt. Ja, und das halt wirklich jahrelang. Du hast ja solche Spiele früher jahrelang gespielt. Ja, klar. Und hier zu sein ist dann voll einfach. Du musst hier einfach draufstampfen. Gut, als Kind hattest du aber dann auch oftmals das Problem, dass du halt Spiele jahrelang gespielt hast, bist aber nie weit gekommen. Ja. Und das fällt dir erst dann später dann irgendwann im Erwachsenenalter auf, dass du eigentlich überhaupt nicht irgendwie weit gekommen bist in dem Spiel und denkst jetzt, aber was hast du damals eigentlich gemacht? So ist es. So, hier geht's noch einmal kurz zurück. Obwohl, da können wir auch nach Clanker's Cavern hingehen. Das ist jetzt noch gar nicht wichtig. Hier wäre auf jeden Fall Clanker's Cavern. Und das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ne? Bis dahin. Auf Wiederkuscheln und tschüss. Tschüss.